Hallo Energiebastler oder Freunde, hallo YouTube. Heute mache ich mal wieder ein Video über einen Schultief und über leere Batterien, aber dazu später. Hier haben wir mal einen Schultief, der schon eingestellt ist. Man sieht es hier an der LED. Also ist schon auf maximale Leistung eingestellt. Ziehen wir den mal raus und haben hier eine, ich guck mal auf den Eulenfokus. So. Na. Also auch kriegt es nicht ganz hin. 230 Volt, 18 LEDs. So sieht's aus. Wenn man sie jetzt mal herlegen. Jetzt mache ich nochmal ein Schuldief an. Dann sehen wir, hier kommt schon ein bisschen was raus, ne? So. Spielerei, gut. Also noch. Ich klinke euch mal hier ein. So. Und jetzt basteln wir das mal üben. Das hier ist ein Vorschaltgerät, wo ich die grünen Kabel jetzt anklemme. Das ist der Minus, genau. Und also hier das Vorschaltgerät. Und dann gucken wir mal, was die LED-Lampe dann sagt. Das ist wohl bemerkt alles nur eine 1,5 Volt Batterie. Eine volle allerdings, die hat jetzt noch 1,42 Volt. Das zeige ich dann aber nochmal. Die Voltzahlen. So. So, jetzt haben wir hier keinen kurzen drin. So. Und von der Helligkeit schon besser. Das mit 1,5 Volt nur. Das geht aber noch besser. So. Jetzt haben wir hier eine Bank mit 16 Batterien, das hier ist nur, das dient nur zu einklemmen hier von den Batterien, weil sonst hält es nicht. Nicht, dass er sich wundert, und hier vorne sind Magnete dran. Das ist einfach nicht, dass ich bloß die Kontakte halt dran habe. So. Ich klemme mal um und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe umgeklemmt. Und jetzt hängt die an den 16 Batterien dran, die sind aber alle leer. Die genauen Spannungen dann, jetzt erstmal zum Einschalten. So war das jetzt, die Leuchtstärke. Nur mal zum Vergleich. Und die kann man ja dran lassen. Jetzt bauen wir mal noch das Messgerät mit ein. Also hier das Vorschaltgerät von Neonröhre aus dem Scanner. Was will ich mal noch? Das Netz. Das Messgerät mit rein. Wie sieht man das jetzt am besten? So vielleicht, oder? So sieht man es gut. So. Kabel. Ein Plus. So. Plus steckt. Minus steckt. Jetzt haben wir 13. 12, 13 ist steigend, ist ja da.
Und wenn wir einschalten, können wir dann ausrechnen, dass pro Zelle, also pro einzelne AAA-Batterie, nur noch circa 0,3 Volt anliegt. Ja, sogar noch weniger. Ja. Also die sind wirklich mega leer. So, jetzt müssen wir mal noch den Strom. So, Leute, ich habe nochmal umgeklemmt auf Ampere. Messeinstellung liegt bei 200 Milliampere. Und wir liegen derzeit abnehmend. Seht ihr ja selber. Bei so 75 rum. Die werden ja immer leerer, die Batterien. Gut. Jetzt reicht es vielleicht noch, dass wir mal ohne Joule-Tief arbeiten. Da gehen wir jetzt einfach mit Minus mal auf den Minus. Und mit dem Plus. Ihr habt gesehen, die Lampe war gerade heller. Ja. Weil nämlich dieser Joule-Tief Energie zieht, also Leistung frisst. Und das zeige ich jetzt noch mal ganz kurz. Da geht es noch mal mit dem Messgerät ran, wo wir da liegen. Ja, ich mache noch mal ganz kurz Pause. So, das ist jetzt im Moment eine Spannung. Zurzeit haben wir nichts anliegen. Und wenn ich jetzt einschalte, haben wir eine viel hellere Lampe. Und die Spannung, die bricht auch nicht mehr so sehr zusammen wie erst auf 1, und Volt, sondern bleibt bei ca. 4,5. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf Ampere umbauen, bleibe ich nochmal ganz kurz. Und das hängen wir einfach mal mit dem Plus rein. Diesmal. So. So, warte mal. Ampere wollten wir noch messen. Plus, hier haben wir Minus dran, genau. Und wenn wir jetzt einschalten, haben wir da Ampere. Da haben wir wieder die helle Lampe und ich drehe mal so rum. Ungefähr. Und das nehmen wir weg. Also viel heller wie vorhin. Das jetzt ohne Joule-Tief. Und wie gesagt, 30. Gut. Das soll es gewesen sein.